Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Jung Brutal Gut Aussehen 2 von Kollega und Farid Bang. Alle weiteren Informationen zu diesem Album und der Tracklist sowie natürlich auch die Links zum Album findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Jung Brutal Gut Aussehen 2 von Kollega und Farid Bang. Das Ganze im Februar 2013 erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Album aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, das zweite Kollabo-Album von Kollega und Farid. Knappe 4 Jahre später, also nach dem ersten Teil. Wir haben hier auf dem Albumcover natürlich, wie man es kennt, die beiden Herrschaften abgebildet. In Pusher-Anzügen, links Kollega, rechts Farid Bang. Darunter der Schriftzug, Jung, Brutal, Gut Aussehend 2. Reguläres Schulcase. Mittig noch das Logo von Selfmade Records, auf der Seite beschriftet. Und auf der Rückseite gibt es dann die Tracklist. 20 Tracks sind es geworden, allesamt von den beiden Herrschaften, also keine Fremdbeiträge, keine Features. Dann haben wir hier noch Infos etc. Und hier schauen wir dann gleich mal rein. Also zuerst ein Blick ins Booklet. So, das ist auf jeden Fall ziemlich stabil, ziemlich dick, das Booklet. Los geht's mit Fotos und dem Artwork, wie wir sie auch von dem ersten Teil noch kennen. Also die Fotos und dazwischen dann die einzelnen Tracks mit den Credits hier so angeordnet. Also zu jedem Track einzeln jeder Beteiligte hier aufgelistet. Entsprechende Fotos wieder von Kollega und Farid. Also diese Glas und zerbrochene Scheibenoptik ist hier auf jeden Fall durchgezogen worden durchs gesamte Booklet. Ebenso natürlich wie der Dresscode Pusher. So, das waren die 20 Tracks. Weitere Fotos, weitere Glasscherben. Dann haben wir hier Grüße der beiden und Danksagungen. Dann haben wir hier noch ein Gewinnspiel. Weitere Credits, dann gibt es noch Merchandise und natürlich der obligatorische doppelseitige Pusher Werbe, die Werbeanzeige. So, Credits okay. Dann kommen wir zur Album-CD. Wir haben ja in diesem Fall 2 Sachen hier mit dabei, nämlich einmal die Album-CD, das ist die hier. Auch hier wieder diese zerbrochene Glasoptik mit den beiden. Und auf der Rückseite haben wir dann noch etwas, nämlich die DVD. Die sieht so aus, JBG2 DVD lesen wir hier, ab 16 Jahren freigegeben. So, dann packen wir das Ganze wieder zurück und dahinter kommt nochmal das Logo von Selfmade Records zum Vorschein. So, das war's soweit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kollega, Farid Bang und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.